Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA 5, GTA 5. Wir sind wieder am Start mit Franklin. Wir suchen immer noch die zwei Autos. Einen haben wir gerade schon abgeliefert, jetzt weiß ich nicht gerade, sondern in der letzten Folge. Den haben wir nämlich fertig gemacht, den Wagen. Einer ist schon fertig. So, Pillbox Hill, das haben wir abgearbeitet. Der Wagen ist sicher. Rockford Hills bei den Nobelgeschäften in Rockford Hills. Ich mache das jetzt anders. Ich fotografiere mir mal den Standort. Dann ist es einfacher für mich zu suchen. Ich fotografiere mit meinem persönlichen Telefon mal gerade eben kurz den Standort hier. Dann weiß ich auch. So, wo ich hin muss. Also, wir müssen nach Rockford Hills. Das ist soweit klar. So. Also, Nobelgeschäfte Rockford Hills. Strawberry, Vinewood, East Vinewood. Vinewood West. Ich gucke gerade durch, wo ich bin. Das kann natürlich ein bisschen dauern, sich da die Stelle für Pillbox Hill. Da sind wir auch gerade komplett. Da waren wir eben. Da haben wir das erste Auto nämlich geholt. Wie gesagt, wir müssen jetzt zwei weitere Autos finden. Das wird wahrscheinlich diese Folge die zwei Autos sein. River Park. Die ganzen, diese Promi-Dinger, die müssen wir auch noch machen. Ja, kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Irgendwann. Machen wir nicht jetzt. Also, das dauert noch ein bisschen. Wo ist denn Rockford Hills? Von zur Hölle. La Mesa. Das muss ja bei den Nobel-Dinger sein. Das muss ja hier irgendwo sein. Boulevard Road. Strawberry Mission Row. Textilbezirk. Innenstadt. Alta, Rockford Hills. So, die Frage ist, wo exakt ist das Ding? Ich würde spontan sagen, diese Ecke hier. Ja, das sieht nach der Ecke aus. Wunderbar. Und dann steht die Karre nämlich hier irgendwo. So, das ist Teil Nummer 2. So, jetzt brauche ich erstmal ein Auto, ein vernünftiges Auto und nicht irgendeine Schrottkarre. Kein LKW, ich brauche ein Auto. Gut, wenn du Industrieviertel bist, dann ist klar, dass es nur LKWs gibt irgendwo mit. Hier haben wir da auch mal was geklaut. Hier haben wir doch für den einen Überfall den Abschleppwagen geklaut, ne? Oh Leute, ey. Ernsthaft jetzt? Da kommt was. Na, natürlich fährt der Ding. Ja, ich nehme deinen Truck und fahre. Ich will den gar nicht haben. Ich brauche ein Auto. Und keinen LKW. Es kommt gerade nichts anderes. Doch, da kommt ein Auto. Na gut, ein Taxi. Ja, genau. Und der weiß schon, was in Blüte. Und dann nehmen wir den hier. Der ist nämlich ein bisschen wahrscheinlich. Ja, nimm dein Auto weg. Komm. Nigga for life. Ja, der ist seine Karre los. Dankeschön, dass der Bus mir fast die Vorfahrt hier mal nimmt. Da muss sein Beifahrer ist gerade gestorben. Naja, wie immer. Gut, ich bin jetzt wieder komplett in GTA drin. Das ist in der letzten Folge ein bisschen anders gewesen. Wie gesagt, ich bin heute noch gerade frisch aus der Aufnahme gekommen von Dirt 4, also quasi fast ohne Pause, ohne irgendwas. Ich habe mal was gegessen heute. Ich bin nur an der Aufnahme gerade heute. Mache ich aber jetzt. Ich mache noch die jetzt ein, zwei Folgen, also die Folge und danach wahrscheinlich noch eine. Dann habe ich zumindest mein Content abgearbeitet für die Woche. Zumindest was, haben wir da ein bisschen Luft verschafft. Naja. Da ist ein Helilandeplatz da unten. Den kennen wir nämlich aus GTA Online. Der eine, der fährt aber auch an den Motorfahrer. Komm, das ist eine Herausforderung. Entschuldigung. Ach, da ist wieder irgendwie ein zusätzliches, zufälliges Event. Muss man nicht jedes Mal machen. Nimm deine Karre da weg, Mann. So. So, also wie gesagt, in dem Nobelviertel soll der nächste Gauntlet stehen. Auto Nummer 2.
selber schuld. Wenn du unbedingt. Ich könnte jetzt mal was sagen, aber ich habe dann sonst Probleme. Jetzt kriege ich wieder nette Kommentare. Da ist die Karre schon. So, perfekt, dann haben wir das zweite Auto auch. Nehmen wir mal die Karre mit. So, Musik ist. Musik ist eh aus. Ja, das mit dem kleinen Kratzer hat sich gerade schon auch wieder erledigt, weil mir einer von diesen Helden meinte, hey, wir könnten eben ja die Vorfahrt mal wegnehmen. Das heißt, wir fahren jetzt wieder runter zu dem Los Santos Customs und machen uns in die Karre erneut auf. So, gut, dann machen wir das soweit. Und dann fehlt es eigentlich nur noch ein Auto. Dann hätten wir zumindest da die Vorbereitung erledigt. Eventuell können wir schon in der nächsten Folge den Raubüberfall angehen. Die Frage ist, wie viel braucht der noch? Bitch? So, eine dicke Mission kommt ja noch am Ende. Da gibt's. Also, weil viele Leute die GTA-Story durchgespielt haben, es gibt ja am Ende eine Mission mit drei Auswahlmöglichkeiten. Eine kann man sich entscheiden. Ich versuche, ob ich es schaffe, tatsächlich alle drei reinzubringen in dieses Let's Play. Und ich so weit zurückladen kann. So, dann gehen wir mal. Fahrzeug reparieren. So, matt. Was nehmen wir denn diesmal als Mattfarbe? Altgrün, Olivgrün, Erdbraun. Nehmen wir mattblau und dann als Sekundärfarbe weiß. Bei den ersten haben wir schwarz-rot gemacht. So. Ja. Auto Nummer 2. Und dann fehlt es dann nämlich nur noch das letzte Auto, meiner Meinung nach. Dann wird die Folge halt ein bisschen was kürzer als die anderen Folgen, aber wie gesagt, wir müssen auch erstmal das Auto finden. Das wird nämlich auch noch eine Herausforderung werden, den Wagen zu suchen. Vorsichtiger, weil wir wollen ja natürlich keinen. So. Ah, haben sie denn hier einen Wagen? Ah, ne, daneben, okay. So, Auto steht. Und jetzt fehlt der letzte. So. Bestanden. Gauntlet Nummer 2. Und diesmal haben wir das Ding auf Gold. Wunschkind, kein, nicht ein Kratzer, aufgemotzt. Gut. So, fehlt es eigentlich nur noch das letzte Auto. Und die Frage ist, wo steht der Wagen? Ah, ich muss das anrufen. The second gauntlet is in the lockup, modified and ready. Alright, one less thing to worry about. So, fehlt jetzt eigentlich nur noch einer. Ich gucke jetzt gerade mal auf der Garage, auf der Mail. Wo steht die Karre? Gut, wir machen es natürlich, wie die Mission sagt. Wir suchen die Autos uns raus. Der letzte, Mission Row, dem Templar. Vor irgendeinem Hotel muss der Wagen stehen. In Mission Row. So, dann machen wir das mal wieder. Das kleine Spielchen nochmal. Gut. Jetzt
Die müssen wir dann mischen, wenn ich richtig habe. Ist richtig gelesen? Ja. Gut. Dann gucken wir mal rein. Wo ist denn Mission, Bro? Jetzt heißt es wieder suchen. Naja, das haben wir relativ schnell geschafft. So, die Frage ist, wo exakt steht die Karre? Also, es kommt eine Straße von oben runter. Knick. Die geht dann wieder quasi so eine hoch. La Mesa, Mission Row. Die muss irgendwie so einen Knick machen oder so eine Halbkurve hoch. Die Frage ist. So Mission Row. Warte mal, wo war das jetzt? Leck mich doch am Arsch. Zufällig gefunden gerade, aber nicht direkt nicht wieder. Mission Row. Da irgendwo muss das sein. Die Frage ist von wo? Was für eine Straße meint der? So, die Straße, die knickt. Harwick. Also diese Mission Row ist ja hier irgendwo. Ne, warte mal, Mission Row ist woanders. Harwick. Harwick, Innenstadt. Pillbox Hill. Innenstadt, Moment. Genau das meine ich gerade. Wir müssen nämlich suchen. Ich kenne die Stadtteile nämlich nicht auswendig. Warte mal, was ist denn? Ach, ich habe ja die Karte hier liegen. Warum muss ich, guck ich da nicht? Was ist denn Mission Row? Weinmut. Das muss ja. Ne, steht aber nicht alles drauf. Verdammt. Da stehen nämlich nur die großen Bereiche drauf. Ich weiß, wie gesagt, da müssen wir, hätten wir auch gucken können. Aber müssen wir mal auch mal machen. Aber wie gesagt, in erster Linie holen wir uns erstmal die Gauntlets. Pillbox Hill. Alta. East Whitewood. Damit bin ich nicht, dass ich kann. Also, Mission Row ist hier. Die Straße geht einen Knick nach links oben weg. Leichten. Leg mich doch am Arsch, Alter. Da kommt eine. Ich würde fast spontan sagen, dass das diese Ecke hier ist. Das sieht nämlich so aus, als wäre das diese Ecke hier. Gucken wir mal. Das ist da, wo wir die Clowns und die Aliens getötet haben. Hier mit dem Grasfuzzi da. Wie hieß er? Barry? Barry hieß er, glaube ich, ne? Ich meine, das wäre diese Ecke gewesen. Wäre diese Ecke. Ansonsten, wenn wir die Karre da nicht finden, ewig werde ich nicht suchen, dann kaufe ich mir die. Ich habe nur Kohle. Aber wenn wir nur 500.000 haben. Nur noch. Das wird dann gleich richtig lustig. Du, wir haben ja einen Überfall quasi umsonst gemacht. Halt! Du bist mit deiner Mühle mal bitte stehen. Hallo! Okay, hat sich gerade erledigt. Es war aber tatsächlich sogar Zufall, dass wir das Auto direkt auf der Straße gefunden haben. Also eigentlich wollte ich es nicht auf der Straße klauen, sondern mir tatsächlich über den Parkplatz holen. Aber wäre da schon einer so nett auf dem Parkplatz uns entgegenkommt, dann nehme ich nämlich die Karre natürlich mit. Irgendwie hier runter, die Strecke.
So. Dann hätten wir es. Dann hätten wir es. Dann brauche ich nämlich nicht ewig die Karre zu suchen. Okay. Kannst du reparieren? Ach, wir brauchen eh nicht. Für 11.000 kostet die, okay. Ja, nehmen wir diesmal als Farbe. Nehmen wir rot, rot-weiß diesmal. So, Sekundärfarbe, matt und eisweiß. So, perfekt. So, dann bringen wir die Karre noch weg und dann haben wir das Thema heute auch erledigt. Dann sind wir nämlich durch für heute. Ja, sorry, wenn ich euch nicht so viel Action gerade bieten kann. Ich versuche es natürlich jedes Mal, auch nicht immer quatschen kann oder so. Das ist auch ein sehr, sehr langes Let's Play, das weiß ich auch. Wir sind ja mittlerweile irgendwo bei Folge. Ja, um die Folge 80, glaube ich, mittlerweile rum. Und wie gesagt, das ist für mich ein Single-Let's Play. Das ist für mich eines meiner längsten Let's Plays. Gerade was GTA betrifft. Danach werden wir mit GTA 3 anfangen. Also nebenbei. Das wäre ja auch. Ups. Ja, soviel zum Thema. Und damit hätten wir den dritten Wagen. So, Pavagle Gauntlet, der zweite ist geholt, Wunschkind. Okay, wir haben auch, hätten den Wagen ja holen müssen dafür, nicht ein Kratzer. Das haben wir auch geschafft, außer das kleine bisschen in die Garage fahren. Aber wir haben das Auto gesichert. The third gauntlet's there. It had work done and everything. Excellent. I'll let the others know we have everything we need. We'll meet at the strip club. Gut. Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier Feierabend und in der nächsten Folge gehen wir an das große Ding ran, nämlich an den Raubüberfall. Ob wir den direkt in einer Folge durchziehen, weiß ich auch noch nicht. Schauen wir mal. Ja, lasst euch überraschen. Bis dahin und wiedersehen bei Let's Play GTA 5.